whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich eine Flasche mit. Die hat mich einfach nur überrascht. Die hat mich kalt erwischt. Es ist ein Cardhu mit 18 Jahren Alter. Warum hat mich das so überrascht? Im Jahr 2004, 2005 gab es einen Skandal, einen Fall um den Cardhu 12 Jahre. Da wollte man den Cardhu zu einem Pure Malt, heute würde man sagen einen Vetted Malt Whisky machen, indem man andere Malt Whiskys, also aus anderen Brennereien, mit einmischte, aber den Namen Cardhu weiterbehalten wollte. Hat man gemacht, weil einfach die Nachfrage nach dem Cardhu 12 Jahre, da blende ich Ihnen hier mal das Video ein, so riesengroß war, dass man einfach nicht nachkam und man sagte, naja, dann mischen wir halt Dalwayne und ein paar andere mal mit ein und dann wird das schon werden. Aber die Puristen haben aufbegehrt und haben gesagt, nein, wir wollen Cardhu als Single Malt weiterbehalten. Und was hat man dann gemacht? Man hat den Cardhu auf ein paar Länder begrenzt und in Deutschland erstmal eingestellt, da war er weg. Und gut, wir konnten den importieren und konnten ein gewisses Kontingent immer weiter bieten. Aber auf einmal gab es wieder genug Cardhu und da fragt man sich, warum? Cardhu ist einer der Lead Malts im Johnnie Walker. Oder vielleicht sollte man sagen, war eine der Lead Malts im Johnnie Walker. Meine Vermutung geht dahin, ich habe mal mit einem Brennereimeister gesprochen, der hat gesagt, ja, man versucht mit anderen Brennereien wie Dalwayne, auch da habe ich mal ein Video von einem Dalwayne, man versucht dort so den Single Malt Whisky zu brennen, vor allem die Zeiten beim Brennen, so einzustellen, dass das Ergebnis dem Cardhu im Geschmack entspricht. Interessanter Ansatz. Man schafft das wohl auch so weit, dass es nicht auffällt, wenn man im Johnnie Walker die großen Mengen Cardhu nun durch gewisse Mengen Dalwayne oder andere Brennereien ersetzt. Damit werden nun Fässer frei und auf einmal gibt es auch einen Cardhu Special Cask Reserve. Hier habe ich den mal eingeblendet. Und es gibt einen Cardhu mit 18 Jahren. Und dem wollen wir uns jetzt mal nähern. Und da freut es einen, dass man doch in so einem großen Konzern wie Diageo, zu dem Cardhu gehört, so viele verschiedene Brennereien hat, dass man da auf andere ausweichen kann und die Brennereien, die wir Single Malt Liebhaber liebgewonnen haben, dass wir die jetzt auch in älteren Abfüllen bekommen. Und da hat es mich total erstaunt. Interessant, ein Presskorken. Hat es mich dann erstaunt, dass mich nach diesem 18-jährigen Cardhu gestern am Schreibtisch eine 15-jährige Cardhu überrascht hat. Es scheint also so zu sein, oder es ist anscheinend so, dass dieser Cardhu nun genauso wie der Single Malt von Knockandu oder von Dufftown jetzt so aufgebohrt wird zu einer ganzen Range von Single Malts mit höherem Alter, dass der Genießer hier mehr Auswahl hat und einen Wachstumspfad zu teuren, höher qualitativen Single Malt Whiskys. Was man dazu sagen muss, auf dem Karton steht drauf Limited Availability, das heißt also begrenzte Verfügbarkeit. Und das glaube ich Ihnen gerne, wenn man in großen Mengen Cardhu in Johnnie Walker aufgehen lässt und 12-Jährigen abfüllt, bis man manche Länder nicht mehr beliefern kann, dann wird es schwer werden, ausreichende Menge von 18-Jährigen zu haben. Wenn Sie also unbedingt eine Flasche haben wollen, greifen Sie gleich zu. Ich bin mir nicht so sicher, wie lange der nun durchhält und wie lange es dauert, bis man da eine gefüllte Pipeline über die Großhändler dann wirklich bekommt. Fällt überraschend dunkel aus. Ich erwarte einen gewissen Sherry-Fass-Anteil. Wollen wir mal schauen. Ein sehr überraschendes, anderes Aroma. Und dann überfällt es einen des Ananas. Richtig Ananas. Sowas habe ich in einem Single Malt Whisky noch überhaupt nicht gespürt. Erstmal macht es mir die Nase mit Ananas zu. Und dazu kommt
dieses Zitrusfruchtaroma. Reife Saftorangen. Süß. Offiziell heißt es dann Birnen und Pflaumen. Die Birnen kann ich noch finden, die Pflaumen nicht mehr. Ja, überraschend schön. Leicht, weich. Süßer Eindruck. Schmeichelnd. Schon leichter als viele andere. Ich hatte jetzt vorhin auch einen etwas älteren Single Malt gehabt. Der ist leichter, der ist weicher. Schön. Lassen wir uns probieren. Jetzt kommt das Alter. Kraft, Schwere. Weiterhin süß. Speichelfluss wird angeregt. Etwas Schokolade. Wer also zu den Schokoholics gehört, zu den Liebhabern von Schokolade, das ist der Richtige. Lang anhaltend. Komplex, der wechselt hin und her. Offiziell heißt es trocken, aber ich möchte einfach sagen, trockener werdend, weiterhin süß. Die Eiche lange nicht so dominant. Keine Bitterkeit. Schön hinterher. Gefällt mir ganz gut. Muss ich nochmal probieren. Ein toller Single Malt. Nicht ganz billig. Ich glaube 60 Euro oder so. Aber jeder Tropfen ist es wert, zumindest für mich. Ich freue mich, wenn wir bei uns im Shopsystem der Nasuno tatsächlich eine Flasche finden. Wie gesagt, es gibt es nicht so oft. Und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten. Herzlichen Dank fürs Zusehen.